Leute, da Vorsicht, Sprung, das. Und man hat so eine Anfahrt. Was? Soll ich noch einen Bunnyhop da hoch machen oder was? Oder? So, wen haben wir da? Den Max Reinhardt. Servus Freunde, willkommen zum neuen Video. Ich bin heute hier in Bad Hinterlang, im Bikepark Hinterlang. Und ich will mir heute das Ding mal anschauen. Ich habe ja im Netz viele schlechte Bewertungen drüber gelesen und auch wieder ein paar gute, keine Ahnung. Will mir heute mal selbst ein Bild davon machen und ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch die 2-3 Trails, die hier haben. Viel Spaß! So, erste Abfahrt. Geht denn hier lang? Gut, das Ding springe ich. Bleib an die Downhill bis. Das Ding ist gesperrt. Hier ist der Road Gap, nicht. Ja. Und jetzt dann unter. Ein Gestempel. Ey, ist sackengefährlich hier, ey. Und Scheiß. Ein bisschen mal überpaced. Kracht man hier einen Gegenhang ein oder in den Abgrund, ey. Geht gar nicht. Puh. Bin jetzt schon gefunden, weh. Wie gesagt, das erste Mal hier nimmt mir die erste Abfahrt jetzt nicht übel. Boah.
sehr verwirrend hier alles, muss ich gestehen. Ich fahre jetzt mal hier auf der Yellow Line. Gucken, was das so ist. Na, fahren wir mal die Downhill-Piste runter. Ach hier? Okay. Biker verboten. Der Biker verboten hier. Sprung. Geht hier wahrscheinlich jetzt nein. Sehr kiesig hier auf alle Fälle. Ach, mal alles angucken hier. Eine Dreckbude. Hier ist nichts angeschrieben, nicht markiert, gar nichts. Kein Schutz vor den Bäumen, keine Abgrenzung an diesen Stellen, wenn man hier einkachelt. Mit Sicherheit haben sie es nicht. Hauptsache am Ende unterschreiben, dass, dass der Bikepark nicht behaftet werden kann. Diese Filze. Bin sehr enttäuscht von der ganzen Geschichte hier. Null flow ich irgendwie. Ich auch nicht. Kann es nicht offen lassen, weil du nicht weißt, was kommt, weil sie es nirgendwo hinschreiben. Nicht sehr schön gemacht. Muss ich sagen. Sprünge. Wir könnten sie auch hinschreiben. Einfach mal kleine Sprünge. Table. Ungefähr wie ein Schöneck. Hier schreiben sie Achtung Sprünge hin. Hier ist nochmal ein Road Gap. Okay, die Dinger können wir aber eigentlich springen. Denke ich, dass das gehen sollte bei der nächsten Abfahrt. Was ist das? Ah, okay. Und große Tables, wahrscheinlich. Ja. Also Fazit nach der ersten bzw. zweiten Abfahrt. Ja, ich würde nicht sagen, dass es der schlechteste Bikepark ist, was viele gesagt haben, aber ich finde ihn, ich sage es vorsichtig, schlecht gebaut für das, was der Hang, der Hügel hier bietet. Er ist auf alle Fälle sehr, sehr gefährlich. Unten am Lüft steht für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Ich finde ihn sehr gefährlich.
wie ihr vorhin im Video ja gerade eben gesehen habt, die Kurven null abgesteckt, da wird nichts hingeschrieben, slow oder sowas, was für meiner Ansicht nach so gehört. Weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die das erste Mal hierher kommen, selbst wenn sie das erste Mal abrollen, kann man sich das nicht merken. Und das ist wirklich, also wenn man da in die Kurven richtig reinballert, richtig offen lässt, dann karret man einfach drüber und karret den Hang runter. Da können so schlimme Sachen passieren. An manche Sprünge schreiben sie Vorsicht Sprung hin, wo du denkst, naja gut, hättest du da nicht unbedingt hinschreiben müssen. Und ja, das ist schon krass auf alle Fälle. Es macht Spaß, ja, aber wie gesagt, er ist auch sehr ungepflegt, muss ich sagen. Hier gerade, wo ich vorhin hier war, die Holzleine hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die war, da schreiben sie befahrbar hin und es ist einfach nicht befahrbar, fehlt teilweise Hasen, Draht drauf, rutscht weg oder lauter solche Dinger, fehlen ein paar Bretter drin, Löcher drin, nur solches Zeug oder wie vorhin oben an diesem Rollride, da hat man es am besten gesehen. Also ich jammer wirklich auf hohem Niveau, glaube ich. Aber ich bin halt auch andere Bikeparks schon gewöhnt, zum Beispiel Bozzi. Bozzi ist für mich eine der geilsten Downhill-Pisten auf dieser Erde. Und die ballert auf von oben bis unten und ist nicht so anstrengend wie das hier und nicht so verklopft wie das hier. Und ja, naja, mal sehen, wie der Tag noch wird. Sorry Leute, nehmt mir nicht übel, aber ich fahre hier wirklich langsam. Ich habe die Strecke noch nicht drin und habe keinen Bock, mich zu verletzen. Bald ist immer da. Downhill rein, Oberhof, Downhill rein. Kein Bock, da zu verletzen. Scheiß Kies hier. Was? Soll ich noch einen Bunnyhop da hoch machen oder was? Oder? Keine Ahnung. Yeah.
Alter! Ja, Leute, da Vorsicht, Sprung, das. Und man hat so eine Anfahrt berghoch. Da schreiben sie sowas hin. Zurück vom Bodensee. Die Karre jetzt noch schöner machen. Ein bisschen in 2 Wochen ist Bikepark Bresch in Bikepark Oberhof. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so wäre, lasst ein Like da oder ein Abo, würde mich über beides sehr freuen und haut rein!